Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ein politisches Thema, denn heute geht es um den Schlüssel zum Frieden. Wie man dauerhaften Frieden auf diesen fucking Planeten bekommt und was alle Nationen dafür machen müssen, erfahrt ihr heute hier in diesem Video. Let's go! Ihr habt den Krieg zwischen Russland und der Ukraine schon bestimmt mitbekommen. Ja, Krieg. Dieses Wort lassen einige erschauern. Tatsächlich ist es in unserer Geschichte schon sehr oft passiert. Krieg um Länder, Krieg um Macht, Krieg um Ressourcen. Aber wie kann man Kriege verhindern? Tatsächlich ist es so, dass Menschen machtgierig sind. Menschen wollen Macht. Je mehr Macht sie haben, umso mehr Macht wollen sie. Aber die, die Macht haben, fürchten es, sie wieder zu verlieren. Heute in diesem Video soll es aber nicht um Russland und die Ukraine gehen, sondern um den Schlüssel zum Frieden. Ich habe mir jetzt jahrelang Gedanken darüber gemacht und bin der Auffassung, endlich alles vervollständigt zu haben. Wie man Kriege, Benachteiligung, Rassismus und andere Vorurteile sofort beenden kann. Es gibt einen Weg, der gegangen werden kann, um Frieden auf diesen gesamten fucking Planeten zu bringen. Mein bisheriges Leben ist ein Auf und Ab. Ich habe viele Sachen gesehen, ob es der Angriff von Terroristen auf die Twin Towers war, der Marsch in den Irak, bis hin zu den Toren des Dritten Weltkrieges. In dieser Zeit habe ich mir die Gedanken gemacht, wie man Kriege, Rassismus und andere Hasskonflikte lösen kann, um für alle Frieden zu bringen. Wo es auf jedem Fleck der Erde gut geht, wo alle zusammen in der Harmonie lachen, Spaß haben und kommunizieren. Das, was ich mir bis jetzt immer überlegt habe, ist eine Erde, wo alle auf diesem Planeten mit einer einzigen Währung und einer einzigen Sprache vereint unter einem Banner stehen. Kein Krieg mehr um Ressourcen, kein Rassismus mehr, weil irgendjemand aus einem anderen Land kommt, keine Vorurteile, weil ein Land vielleicht ärmer ist, keine Angst mehr zu haben, dass das Nachbarland den Krieg erklären könnte und so weiter. Es gibt viele Vorteile in dieser Sache. Wenn es keine Länder mehr gibt, kein Russland, keine USA, kein Italien oder Deutschland, keine Schweiz, sondern nur ein Planet. Keine Staaten mehr, sondern nur ein gesamter Staat. Dann könnte es die Kriege, Ausbeutung und alle anderen schlechten Dinge schon mal beseitigen. Denn in dieser Phase würde die ganze Erde mit all ihren Bewohnern eins sein. Zwar könnten die Politiker aller ehemaligen Nationen ihren Job weitermachen, sind aber jetzt ein gesamter Staat. Sind Führungskräfte des gesamten Planeten. Mittlerweile sind wir an einem Zeitalter angelangt, wo wir von der Geschichte gelernt haben. Wir haben gelernt, dass die Kriege alle schlecht waren. Es hat nicht nur die Entwicklung gebremst, sondern auch viel Hass verbreitet. Wir sind nun im Sinne alt genug, um zu wissen, dass Konflikte auch anders gelöst werden können. In der Geschichte haben viele versucht, gewaltsam die Weltherrschaft mit Gewalt an sich zu reißen. Sie waren auch fast erfolgreich, nur haben sie nicht mit Karma gerechnet. Man kann sowas auch diplomatisch und friedlich, ohne Hass, Ärger oder Kriege lösen und angehen. Ein Planet, eine Nation, vereint unter einer Sprache, die auf der gesamten Welt gesprochen wird. Egal wo man auf der Erde ist, man kann überall und mit jedem reden. Man kann überall mit demselben Geld bezahlen, man kann überall auf der Welt Freunde finden und es gibt keine Blockade, weil es an der Sprache liegt. Wenn man es so sieht, eine coole Sache. Auch die Gesetze gelten überall gleich. Egal wo man auf der Welt ist, man hat überall das gleiche Gesetz. Für uns Menschen ist es wesentlich einfacher. Auch Länder, die fortschrittlich jetzt nicht so weit sind und anderen Ländern derzeit hinterherhinken, profitieren davon. Bildung, Arbeit, Fortschritte im Allgemeinen werden herangezogen. Der gesamte Planet steht dann auf der gleichen Fortschrittsstufe. Keiner wird mehr benachteiligt, man kann sich freier bewegen und man kann hin, wo man möchte. Das ist so der Grundgedanke. Aber es hat noch andere Vorteile. In den letzten 100 Jahren ist der Fortschritt extrem explodiert. Damals noch Fantasie, ist heute Realität. Handys, Computer, Auto, alles vor über 100 Jahren noch Fantasie. Die Forschung profitiert auch davon. Und der gesamte Planet kann sich weiterentwickeln. Mehr Geld fließt in die Forschung.
Zusammenarbeit mehrerer Forscher wird gefördert und vielleicht finden sie schneller eine Heilung für Krebs oder andere Sachen. Mehr Forschungsergebnisse für umweltfreundliche Fahrzeuge und so weiter. Auch die Entwicklung in der Weltraumforschung explodiert. Alles Sachen, die geschehen könnten, wenn alle Länder an einem Strang ziehen. Ihre Länder unter einem einzigen Banner vereinen. Man müsste die Politiker aller Welt dazu animieren und ihnen diese Idee präsentieren. Denn solange unsere Politiker so eine Maßnahme nicht in Erwägung ziehen, wird es weitere Kriege geben. Ich bin ein großer Gegner, was Kriege angeht, und wir sollten eigentlich aus der Vergangenheit gelernt haben. Aber es gibt immer noch welche wie Putin, die es einfach nicht lernen. Es kann nicht sein, dass es immer wieder zu Kriegen kommt. Was haltet ihr von dieser Lösung? Eure Meinung ist uns wichtig, schreibt es in die Kommentare. Und da sind wir auch schon am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, dieses Video war hilfreich und hat euch gefallen. Zeigt es mir mit einem Daumen nach oben, abonniert kostenlos meinen Kanal, um nichts mehr zu verpassen, und schaut auch mal auf meinen Twitch-Kanal vorbei. Die Links sind in der Videobeschreibung. In diesem Sinne, Juke, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao!